Fast 1,5 Millionen Videoaufrufe hat unser erster Kurzfilm über das Erd- und Tiefbauunternehmen Maaßen bereits erzielt. Der Betrieb ist spezialisiert auf Erdbau, Abbruch, Transport, Recycling und Bodenstabilisierung. Nach 2 Jahren wird es für uns dringend Zeit, dem Team Maaßen einmal wieder einen Besuch abzustatten. Denn im Fuhrpark hat sich einiges getan. Wir beginnen unsere Dreharbeiten auf einer Großbaustelle nahe Rheinbach bei Bonn. Um 7 Uhr morgens sollen alle Fahrzeuge auf der Baustelle arbeiten. Vorarbeiter Peter bespricht sich zuvor mit allen Mitarbeitern, um die für heute geplanten Maßnahmen zu koordinieren. 90 Mitarbeiter beschäftigt Tiefbauunternehmer Marc Maaßen mittlerweile in seinem Betrieb. Direkt an der Autobahn 61 entsteht auf diesem 10 Hektar großen Gelände ein modernes Logistikzentrum. Maaßen ist mit seinen Fahrzeugen schon seit einigen Wochen vor Ort. Für die rund 160.000 Kubikmeter Erdbewegung sind 2 Schürfkübel, bis zu 3 gezogene Mulden, 2 Kettenbagger und 2 Raupen auf die Baustelle gebracht worden. Neu sind die beiden Case IH Quadtrac 620 mit einer maximalen Motorleistung von knapp 700 PS. Der derzeit stärkste Serientraktor der Welt hängt bei Maaßen vor massiven Schürfkübeln. Insgesamt wiegt dieses Gespann im vollbeladenen Zustand 115 Tonnen. Der abgeschürfte Erdboden wird zur anderen Seite der Baustelle transportiert und dort von Mitarbeiter Max wieder eingebaut. Als Einzelfahrzeug in Sachen Erdbewegung mit einer Leistung von bis zu 250 Kubikmetern pro Stunde ist die Quadtrac Scraper Kombi kaum zu überbieten. Ein Blick in die Werkstatt von Maaßen am Betriebsstandort in Sindorf. 4 Mechaniker kümmern sich hier um Wartung und Reparaturen der 48 Lastwagen, 12 Kettenbagger und 12 Traktoren. Auch der ein oder andere Sonderbau ist hier bereits entstanden. Am 4. Schürfkübel werden gerade die letzten Schweißnähte gezogen. Ursprünglich war der 17 Kubikmeter Koloss mit einer Scraper-Zugmaschine verbunden und im Dienst der Armee. Marc Maaßen hat die Fahrzeuge auf einer Auktion gebraucht gekauft und dann für seine Zwecke optimiert und umgebaut. In der Region sind Scraper dieser Größe ein echtes Alleinstellungsmerkmal für den Betrieb. Zurück nach Rheinbach. Der zweite Quadtrac wird auf dieser Baustelle hauptsächlich für die Bewegung des von Maaßen selber aufbereiteten und angelieferten RCL-Recycling-Schotters gebraucht. Um besonders exakt zu arbeiten, wurde der Schürfkübel mit einer GPS-Steuerung ausgerüstet. Damit wird der Kübel beim Austragen und Planieren des RCL in verschiedenen Achsen automatisch und zentimetergenau hydraulisch angesteuert. Fahrer Stefan kann damit das RCL als Tragschicht besonders genau auf der Fläche einbauen. Das RCL-Gemisch wird von Maaßen mit einer eigenen, mobilen Brechanlage am Standort in Hausforst aufbereitet. Der Bauschutt wird in den massiven Maschinen zerkleinert, gesiebt und von Fremdstoffen befreit. Der Recycling-Schotter kann so beispielsweise als Füllmaterial wieder auf Baustellen eingesetzt werden. Auch für Baustellenstraßen wird RCL häufig verwendet. So auch auf dieser Gewerbebaustelle nahe Sindorf. Maaßen Sattelzug-LKWs liefern das Recycling-Material an und transportieren auf der Rückfahrt Erdaushub von der Baustelle zur neuen betriebseigenen Bodendeponie. Die ehemalige Sandgrube Lörsfelder Busch wird in den nächsten Jahren vollständig mit unbelastetem Bodenaushub aufgefüllt. Der D6M-Kettendoser, der in der Bodendeponie arbeitet, ist die erste Raupe, die Marc Maaßen im Jahr 2000 für seinen Betrieb gekauft hat.
Die 140 PS starke Cat-Baumaschine hat mittlerweile 17.000 Betriebsstunden auf dem Zähler. Gegründet hat der ausgebildete Landmaschinenmechaniker Mark Maaßen sein Unternehmen im Jahr 1993. Begonnen hat er damals mit einem Bagger vom Schrottplatz und einem Traktor von seinem Vater, der Landwirt war. Heute ist Maaßen mit seiner vielseitig aufgestellten Flotte unter anderem auf Autobahn- und Gewerbebaustellen, im Tagebau, auf Flughäfen und vielen kleinen Bauprojekten im Großraum Köln, Kerpen und Bonn tätig. Noch einmal zurück zur Großbaustelle des Logistikzentrums bei Rheinbach. Hier arbeitet auch einer der leistungsstärksten Kettenbagger im Maaßen Fuhrpark. 36 Tonnen wiegt der 320 PS starke Cat 336E. 2,6 Kubikmeter Aushub bewegt Fahrer Gerd mit sanften und routinierten Joystickbewegungen. Mit seinen knapp 30 Jahren Berufserfahrung hat er schon so manche Baustelle gesehen. Mittlerweile sind fast alle großen Bagger und Raupen bei Maaßen mit einer GPS-Satellitensteuerung ausgerüstet. Bis zu 80.000 Euro kostet dieses Hightech extra beim Maschinenkauf, wie in diesem Fall für die Cat-Raupe D6. Die Schildsteuerung wird automatisch entsprechend der Vorgaben des späteren Geländeverlaufs kontrolliert. Bei größeren Bauprojekten sind Fundamente und Grundrisse des späteren Hallenbaus für die Fahrer und Bauingenieure in den Fahrzeugterminals eingespielt. Dreidimensional lassen sich so sämtliche vorgesehenen Maßnahmen und Erdbewegungen auf der Arbeitsfläche koordinieren und überwachen. Die Bodenstabilisierung dient der Vorbereitung der Baufläche. Ein Bodenaustausch, wie es früher notwendig war, ist dadurch nicht mehr erforderlich. Mit der 5 Tonnen schweren Fräse wird ein auf Kalk basiertes Bindemittel auf bis zu 40 cm in den Boden eingefräst. Etwa 8000 Quadratmeter werden so pro Tag bearbeitet. Ein spannender Drehtag beim Erd- und Tiefbauunternehmen Maaßen geht für uns zu Ende. Wenn ihr mehr über den Betrieb erfahren wollt oder euch auf eine der Fahrerstellen bewerben möchtet, besucht die Internetseite unter maaßen-tiefbau.de. Vergesst natürlich nicht, ein Like oder Abo unseres YouTube-Kanals zu hinterlassen, um keine neuen Kurzfilm-Updates mehr zu verpassen.